Was kosten da Feines? Eier und Speck. Oh, ich mag Eier und Speck. Wie viel? 2 und 4 mal Mais. Wir brauchen halt Wasser, ne? Wir brauchen Wasser, Wasser, Wasser. Aber es riecht richtig gut. Und damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. So, wir haben Tag 5, Jasmin. Ja, hallöchen. Ja, hier müssen wir vielleicht noch zumachen wegen Vögel. Oh. Draußen dieses Gittergedöns, was ich da gemacht habe. Aber dafür brauchen wir Holz. Ich gehe mal meinen holzfällerischen Tätigkeiten nach, war Jasmin. Oh, wenn ich so auf den Baum kloppe, da wächst mir ein Bart, du. Oh, kariertes Hemd kriege ich auch. Habe ich ein kariertes Hemd? So, nee, ne? Nee, ich habe sowas nicht. Irgendwer hier? Ist relativ ruhig zur Zeit, ne? Ah ja, nachts Bäume fällen. Was gibt es Romantischeres, Jasmin? Oh, packt er gleich wieder ins Inventar, das ist ja sexy. Die sind kaputt. Eisen, ah, verdammt. Düdeldüd. So, jetzt einmal den grünen Daumen walten lassen. Warum ist so dicht? Ich sehe den Stamm gar nicht, du. Wir brauchen noch Federn für die Pfeile, ey. Ich habe jetzt schon wieder 68. Ja, wir müssen uns ja auf Indianerart verteidigen. Erstmal ja. Meine Axt ist kaputt, Jasmin. Ich würde auch gerne mal zum Händler gehen. Wollte ich gerade sagen. Quest machen und Muni. Ich wollte auch gerade sagen, eigentlich müssen wir zum Händler. Wollte ich gerade sagen. Willst du nachts gehen? Nee. Warum nicht? Ist doch eine laue Sommernacht. Möchte ich nicht, danke. Aber aktuell ist doch nichts los. Hab ich eigentlich Der mal wieder... Händler hat doch zu. Alter. Natürlich. Ja, aber dann sind wir rechtzeitig da. Nee. Ach, du weißt doch, was bei dem immer für eine Riesenschlange ist da. Der Ansturm morgens, wenn der aufmacht. Hast du wirklich Lust, dich da eine halbe Stunde anzustellen? Ja, ich weiß ja nicht. Also. Und bis wir denn dran sind, dann ist Bob wieder so gereizt und dann schreit er mich Macht wieder nichts. an. Ja, schrei ich ihn zurück an. Dann gibt er mir wieder schlechtes Geld. Ja, normalerweise würde ich den Taui kriegen für eine Steinaxt und so will er die gar nicht kaufen und meint, die hat Hast keinen du Wert. das Jagdmesser eigentlich gefunden? Ja, das habe ich gefunden beim Looten. Sonst macht ihr doch erstmal ein Knochenmesser. Hab ich schon. Oh. Aha. Oh. Ja. Ich wünschte, Okay, schon ich wäre so gut lange. Okay. ausgestattet wie du. Wie machst du das alles? Ja, ich bin eine Frau, du bist ein Mann. Das ist der Unterschied. Ich kriege hier kein Eisen. Eisen. Ich traue mich echt noch nicht raus hier.
Warum nicht? Ich bin die ganze Zeit unterwegs. Ja, nee, ich traue mich das nur, wenn ich eine Knarre habe. Ich gebe dir eine Stufe 5 Knarre, aber keine Munition. Ja, toll. Ja, was denn? Also, du stellst aber auch wieder Ansprüche, Jasmin, ne? Mhm. Die kann man auch gar nichts recht machen. Yep. Ich bleib erstmal drin. Ich mach du, es ist 2023. Frauen dürfen mittlerweile aus der Küche raus. Mm-mm. Doch, ehrlich. Du hast sogar Rechte. Du darfst zum Beispiel wählen gehen. Oder Auto fahren. Das war früher undenkbar. Kannst du jetzt alles machen? Ist irgendwie ein bisschen auf den Kopf gefallen da sein. Ja, wieso? Unsere Wohnung besteht doch aus Küche. Ja. Wohnung vor allem. Wohnung. Unser Haus. Palast. Über der Garage. Wer räuspert da so im Walde? Ein kurzer Blick, es ist die Alte. Die Alte. Ach Gott, das ist aber auch mühselig, das ganze Holz zu sammeln, du. Ja. Mit meiner professionellen Steinaxt und Hauptader noch nicht so richtig und... Schwierig, ehrlich mal, bin ich, also. Ah, das täuscht, das täuscht. Ich habe nur mal ein paar Federn. Eine. Aber immerhin, jetzt habe ich 69 Federn. Das geil. Ein Traum wird wahr. Demnächst kann ich mir einen Häuptlingsschmuck basteln. Dann bin ich ein wunderschöner V mit meinem Federkleid. Was denn jetzt gewesen? Psst, 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 psst. Der zweite Fall war ein bisschen verschwendet, weil er schon tot war. Aber ich habe uns mal ein Reh besorgt. Ja, das ist gut. Kann ich kochen. Ja. Hm. Kannst du deinen Hobbys nachgehen? Guck mal, jeder geht seinen Hobbys nach. Ich töte Tiere und du was? Mhm. Das klingt so falsch. Nur die alten und kranken Tiere natürlich. Nur die alten und kranken. Auch so dunkel hier, ey. Und das nachts, ne? Na, ich hatte doch vor, diese... Mensch, ich hatte doch die Lampe auf dem Korb. Ach so, ja stimmt, wir haben ja die Helmlichtmut gar nicht. Ja, er geht hier kein Licht auf jetzt, ne? Hm. Da tappst du im Dunkeln, wa? Hm. Doch, ne? Oh, was erspähen meine Adleraugen da? Ein Nest. Oh, oh. Meine Axt ist kaputt und ich habe keinen Stein. Oh, jetzt im Dunkeln Steine finden. Ah. Kein Problem.
Weißt du, was ich jetzt nachts irgendwie am unheimlichsten finde? Nee. Dass hier nichts los ist. Ich meine, wo treiben die sich rum? Was haben die vor? Besprechen die irgendwas? Warum sind wir nicht eingeladen? Wir sind Teil der Nachbarschaft. Findest du das nicht auch skurril? Nö. Ich finde das ziemlich verwerflich. Also ich fühle mich so leicht ausgegrenzt jetzt hier aus der Nachbarschaft. Ach Mensch. Ach, hier haben wir doch Eisen. Wie viel brauche ich? Toll. Das geht etappenweise. Das ist mir nicht wert. Also das Ding mit der Axt abzukloppen da, das ist mir nicht... Ah, das... Oh hier, guck mal. Ah. Ich gucke. Ja, weil ich dich auch so gut sehen kann. Hier kommt doch was bei rum. Jesus. So. War auch mit Eisen, ne? Bist du draußen unterwegs? Nein. Eben gerade kurz, ja. Du rennst aber nicht gerade wie verrückt die Straße runter? Nö. So im Militärkluft? Nö. Das ist einer von denen, die ich nicht mag. Mag. Vor allem nachts nicht. Wir taufen ihn Mark. Der mag ich Mark nicht. Ha. Aber was hat der gesehen, dass der das Rennen gekriegt hat? Vielleicht hat er gar nichts gejagt. Vielleicht ist er vor irgendwas weggelaufen. Bin ich hier in Gefahr? Vor dir? Ja, ich bin furchteinflößender Bär. Die Reinkarnation der Männlichkeit. Seitdem ich Bäume fälle, sehe ich echt maskulin aus. Hilfe. Oh, Hilfe. Warst du das? Nee, was denn? Ja. der sagt mir immer noch, meine Rüstung ist beschädigt. Ist er doof? Ist er doof? Bist du doof? Weiß nicht, vielleicht bin ich doof. Ach, ich mein Helm ist ja auch im Der ist ja auch kaputt. Und da ist mein Eisen wieder weg. Schön. Ach ja, geht doch nichts über so eine alte Holzfällerrunde hier, ne? Ja, wollen wir so gegen 4 losgehen? Mm-mm. Warum nicht? Nur so. Da sind die doch wieder langsam. Nur so. Okay. Wollt auch mal was sagen. Ja, wird auch mal Zeit. Du bist ganz schön still, Jasmin. Hast du Sorgen? Ja. Möchtest du drüber reden? Mit dir nicht. Bin ich schuld? Nee. Warum nicht? Oh. Sag mal, nur mal aus Neugier. Wir hatten auch nirgendwo eine Fackel an der Bude, ne?
Eine Fackel? Die Sonne haben wir. Nee, die vorher schon da war. Keine Ahnung. Habe ich nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. Hi. Haben Sie sich verlaufen, Ma'am? Bist du aber schick gesprungen. Bei mir war eben gar keiner draußen. Oh, da war ein Titi draußen. Ich habe hier so eine Disco-Maus, ja? Die ist betrunken von der Party zurückgekommen. Und ihr Sauftrupp läuft noch da hinten. Ich lasse die mal. Ich lasse die passieren. Jo, jo, jo. Ja, das ist halt, also der Abstand hier zwischen unserem Balkon und das finde ich halt nicht ganz so. Nee. Sexy, ne? Und ob wir hier nicht noch höher, damit die da nicht raufkommen. Was war das? Warst du das? Nein. War ich nicht. Aber wo war das? Ich weiß nicht. Ich sehe es auch nicht. Das ist ja skurril. Der Wahnsinn hat mich eingeholt, Jasmin. Ich höre Geräusche. Wie viel brauchen wir denn? Jetzt weiß ich. Hier kann ich ja wegen der Hitbox von dem. Nee, aber wieso geht das denn hier unten nicht? Willst du mein Freund sein? Muss ich ja. Nö, musst du nicht. Das wäre aber besser für deine Gesundheit. Warte mal, ich will mal was versuchen von der anderen Seite. Eine Punkte. Ja, alles gut, alles gut. Ist das die hier? Nein. Nichts mehr zu trinken hier oben. Mist, ey. Na. Ist das doch der hier? Wollte schon wieder das andere machen. Was denn? Das andere Lied. Welches andere Lied? Na, du weißt schon welches. Nee, ich habe gerade keine Musik dazu. Ist nicht schlimm. Düpp, 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 nee. Nee. Düpp, 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 düpp. Ich weiß es nicht mehr, Jasmin. Ich weiß es nicht mehr. So, komm. Wieso kann ich denn da... Achso, weil die Hitbox von dem nach oben geht. Komm, wir wollten los. Ja, warte, 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 warte. Aber du musst mir helfen, ne? Ich kann das noch nicht so gut. Also, hättest du meinen Skill gerade gesehen, würdest du dich nicht auf mich verlassen. Ja, ich... Trau dir auch nicht, aber was soll ich machen? Wie will ich das denn zubauen? Also die Hitbox geht nach oben. Aber die geht doch nach außen auch. Achso, ja, aber die geht nach oben. Aber dann kann ich das doch vorsetzen. Aber das kann ich nicht.
Wieso geht das denn nicht? Ja. Okay, Profi. Uno Momento, junge Dame. Ich verstehe nicht, warum ich da keinen hinsetzen kann. Was ist da im Weg? Wo denn? Na hier, der untere, der muss offen bleiben irgendwie. Hä, wo bist du denn? Da. Ach, jetzt sehe ich... Oh Gott, bin ich blind. In dem Tor, oder nicht? Nein, hier ist so eine kleine Fensterbank drauf. Hm. Ach, ist das doof. Das habe ich nicht gesehen. Oh. Ich habe keinen Stein. Hätte ich doch nur einen großzügigen Kompanen, der mir einen Stein reichen würde. Ja, weil wir dann los können? Ja, ich will ja nur diese eine Sache machen. Ey, ich hab den Stein runtergeschmissen. Ich bin aber hier oben. Unten. Da sind zwei jetzt. Dankeschön. Mhm. Guck mal, wie neu. Das ist dein Verdienst, dass ich so eine schicke Steinaxt habe. Aber hinten ist ein Zombie. Ja. Naja. Ah. Oh. Das muss ja auch weg. Ach ja. Haben wir denn schon irgendwas zum Verscherbeln? Keine Ahnung, nee. Hey. Unsere Truhen sind voll. Hier zum Beispiel. Das können wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Doch, Echtgeld haben wir auch noch. Wir hätten zweimal Farbe, aber die brauchen wir ja vielleicht noch. Ja. Sieht mau aus, ne? Ja, können wir jetzt. Ja, alles wartet auf. Jetzt zum Händler oder was? Ja, aber aus Protest werde ich deine Tür jetzt nicht mehr benutzen. Ach. So. Komm mit mir zusammen, aber. Da lang? Okay, das ist ja nicht Händler Bob. Warte, ich will noch mal kurz. Jetzt schon Hunger. Reparieren? Ach, jetzt habe ich die Nahrung nicht ausgepackt. Hier Tierfett und so weiter. Auf Streife. Du bist Toto. Tut mal recht das Ohr weh. Ich bin Harry. Ja, die waren cool. Die habe ich immer richtig gern geguckt, ey. Die waren chillig drauf, ne? Ja, die waren cool. Warst du hier schon am Krankenwagen? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube auch ja. Warte auf mich. Warte. Oh, war das knapp. Hast du gesehen, wie knapp ich an dem Huhn vorbeigeschossen habe? Ich möchte nicht alleine sein hier. Das Huhn mobbt mich. Jetzt hast du es. Jetzt habe ich die Sau. Wer ist jetzt das Alpha-Tier? Wer ist jetzt das Alpha-Tier? Links ist ein Zombie. Ist deiner? Nee. Oder wollen wir Sneaky Peaky dran vorbei? Sneaky Peaky dran vorbei. Okay. Ach Gott, da hinten. Bist du noch hinter mir?
Nee, wo bist du denn überhaupt? Aha. Patronenhülsen waren im Müll. Oh, geil. Echt? Ja, 55. Wo waren da Müll? Wen haben wir aufmerksam gemacht? Links kommt auch noch einer. Ich habe keine Ausdauer. Oh Mann, ey, ich brauche unbedingt bessere Waffen. Ich bin über ihn rübergebackt. Au, ich habe keine Ausdauer. Dankeschön. Ich glaube, ich nehme den Speer, der ist besser. Meinst du? Auf jeden Fall eben was. Mann! Wo müssen wir denn hin? Immer mir folgen. Ohne Kartoffel, da kommt noch. Ja, warte. Wir gehen erst auf Distanz. Hey, wo bist du denn? Aha. Wow. Alter, brutal. Hast du gesehen, wie wenig der im Kopf hatte? Hm. Der ist aber dumm, ne? So wie bei dir, ne? Ja, aber mir haut keiner mit einem Knüppel ins Gesicht. Der lohnt nicht. Nö. Ein Vakuum kannst du dir auch woanders angucken. Denken sich viele, dass da hat schon einer zugeschlagen. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Wo bist du denn? Ich bin dumm. Da müssen wir lang. Nein, wir haben das Huhn verschreckt. Das ist nicht erstmal egal? Nein, das war das Hühnchen, Jasmin. Das Hühnchen. Das sichert uns die Nahrung. Kann ich hier auch an? Oh, cool. Zwei Bücher. Was sind denn das für welche? Feuerwehrmann? Und Speerjäger. Das ist doch für dich. Das ist ja gut jetzt gerade. Mensch, wie in echt immer vor der Füße rumlatschen. Oh, hier ist ein Daycare. Wollen wir gucken, ob irgendwelche Leute ihre Kinder da liegen lassen haben? Wollen wir uns Kinder anschaffen in der Apokalypse? Die könnten die Drecksarbeit machen. Was? Jasmin, bitte. Also nicht mal in-game war das witzig von dir. Du bist null witzig gerade. Ich weiß. Dafür bin ich immer noch erkältet. Na und? Guck mal, hier ist ein Schulbus. Ja. Den Schulbus. Den bequemen Besuch. Wo? Hier links. Warte. Bleib noch von ja, hier weg. Ja. Gab keinen Schleichschadenbonus. Dankeschön. Warte mal, hörst du das? Da haut irgendwo einer gegen. Ich hoffe, der macht uns einen Zugang. Oh, Patrick! Mann! Was ist denn? Boah, du läufst mir die ganze Zeit vor der Füße rum. Ist das der Händler? Mit der Flagge? Er ist nicht mehr weit. Meter. Ja, hier vorne ist er ja schon. Wo ist hier der Eingang? Vorne. Ist ein Vogelnest nicht mitgenommen. Ey, wir brauchen Federn, Junge. Ich dachte, du kannst auch mal was tun. Hä? Das Gemeinwohl beizutragen ist auch deine Aufgabe, hm? Mach ich doch. Die Tür ist verschlossen. Er will mich. Ja, es ist ja auch noch nicht mal Uhrzeit. Ach so. Ja. Ihr Freund schon gesagt. Oh. Aber könnten wir bitte zusammenbleiben? Ja. Du darfst dich jederzeit anschließen. Bei mir und Josef.
Hier könnte ein vermehrtes Zombie aufkommen und Kraft geben. Ja, da kommt jetzt gerade einer. Ich würde gerne mal was zu trinken finden. Voll. Ich habe dezent Durst und Hunger. Hunger. Bist du denn jetzt... Können wir zusammenbleiben? Na klar. Und weg ist er. Ne, ich guck nur kurz nach Shamway Food. Wegen Essen und Trinken. Aha. Es ist gerade. Hm? Es ist gerade. Wir dürfen es nicht stören. Das Auto. Hä? Ist das bei dir auch halb im Boden? Ja. Kommt eigentlich hier Wasser, wenn man den Hydranten kaputt haut? Versuch's doch. Yep. Das ist natürlich, Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll, Jasmin. Hinter dir. Das macht mich sauer. Oh. Der hört sich voll männlich an, ne? Wie so ein Template. Eieiei. Ich bin schon wieder überladen, ey. Oh, hier ist was für dich in ne Tasche. Bist du denn? Hier, da die Tasche. Hier. Ja, ich bin überladen, Elf. Ja, ist nicht schlimm. Ja, bin ich langsamer. Ja, ich meine, du kannst es lesen. Hab ich. So. Oh, der 3-Euro-Laden, Jasmin. Der 3-Euro-Laden. Oder 3 Dollar. Bist du wieder zum Händler? Hä, ich hack hier gerade einen Baum. Ach so. Aber ich gehe jetzt gleich Richtung Händler. Meine Pfeile. Haust ja eh immer ab. Ja, ich muss doch hier ein bisschen gucken. Ja, können wir doch zusammen machen. Eigentlich. Ja, okay, ich komme in deine Richtung. Ja, ich wollte trinken gern haben. Ja. Aber der Händler macht ja nicht erst um 8 auf. Weiß ich nicht, aber wir bräuchten irgendwie einen See oder so. Ich habe einen Eimer mit. Hä? Das hört sich an, als wenn einer eine Treppe läuft. Lustig. Die da. Ja, gib's den Bayern-Vibe. Bauern-Vibe. Bayern-Vibe. Bayern. Ich hätte auch fast Vaub gesagt statt Vibe. Ich habe in meinem Sprachfehler meinen Sprachfehler entdeckt. Bayern. Halt einfach Mund. Ich glaub, das glaube ich besser ja, für alle. Ja, ja, ich glaube auch. Das macht für alle das Zuschauen angenehmer. Hast du einen Knüppel 1, Stufe 1? Ja. Okay, ich komme mit dem nicht klar so richtig.
Ich hatte ja auch schon diesen Elektroschock, aber der ist halt. Was ist das? Der ist halt auch nicht so geil, ne? Ja, aber der Knüppel ist gut oder nicht so gut? Den Elektroschock finde ich nicht gut. Der Knüppel. Der Holzknüppel finde ich gut. Der Holzknüppel gut. Jasmin. Waren wir hier nicht schon mal? Nee. Jetzt rein? Nö. Nee? Einer ist noch hier hinterm Auto. Aber auf der anderen Seite. Ah, das ist nur der Pizza Boy. Hallo, Pizza Boy! Oh, Jasmin, wir sind bei 36 Minuten. Jo. Oh, nochmal essen hier. So, dann würde ich sagen, nächste Folge looten wir das Haus, gehen zum Händler, werden ein erfolgreiches Tech-Team. Ich versuche, meine Sprachfehler in den Griff zu bekommen. Ja. Und wäre schön, wenn ihr wieder einschaltet. Also, wir sehen uns morgen. Bis dahin, mach's gut. Ciao.